Hey, hallo. Adventsvlog Nummer 2. Hier ist Karen wieder mit einer Prise Humor. Genau das, Prise Humor. Weil das ist, was wir im Moment alle richtig, richtig, richtig gut gebrauchen können. Ja. Es ist draußen dunkel, bei uns schon um 4, ich weiß nicht wann bei dir. Es ist bei vielen, vielen Menschen innerlich dunkel, weil sie Ängste haben, weil sie sich Sorgen machen, weil sie zweifeln. Wie geht's denn dir damit? Also fangen wir doch mal mit einem anderen Thema an. Was hast denn du heute eigentlich im Adventstürchen gehabt? Also, ich habe ja Tee geschenkt bekommen, wunderschönen Bio-Tee, und da war heute eine Salbeimischung drin. Die werde ich mir heute Abend noch reinpfeifen. Ja, aber weißt du, was das Thema heute ist? Ich habe ja mich extra verbunden, ganz tief mit meinem Innersten, mit meiner Seele und also dem Universum und gefragt, was ist Adventsvlog 2, die Überschrift? Und da kam, warte, ich gucke nochmal eben nach für dich, damit ich das auch wiedergebe, so wie es da steht. Also das ist nämlich echt, wie du bekommst, was du haben willst. Ist es nicht eigentlich die Frage aller Fragen, wie du bekommst, was du haben willst? Der goldene Schlüssel. Und jetzt soll ich dir darauf eine Antwort geben. Und ich habe keine Ahnung, worüber ich jetzt reden werde. So bin ich nämlich jetzt einfach hier in diese Videos gegangen und frage jetzt nach, ich frage jetzt nach, meine Intuition, meine Führung, meine innere Führung, my guidance, meine Seele, meine Spirits, was ist die Message für dich? Ja, also ist ja mega, mit so einer Frage hier aufzuwarten, und jetzt brauchen wir auch eine Antwort, oder? Wie du bekommst, was du haben möchtest. Also, jetzt ist schon wieder, ich muss so lachen, weil jetzt kommt schon wieder Schritt 1. Verbinde dich mit diesem inneren Wesenkern. Ja, verbinde dich mit dieser Essenz in dir, mit dieser Energie in dir. Verbinde dich aktiv und bewusst. Also ich gehe mal davon aus, wenn du das Video schaust und es interessant für dich sein sollte, dann hast du das ja noch nicht. Also dann bist du ein Suchender, du bist auf der Suche nach mehr, du bist auf der Suche nach mehr, vielleicht eine Lebensqualität, Erfüllung, mehr Glück, mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit, mehr Geld, finanziell gesehen, mehr Freunde, mehr Kunden, mehr, mehr, mehr. Du bist auf der Suche, du bist ein Suchender. Und wenn du das bist, dann Step Number One, hier gerade direkt für dich empfangen. Verbinde dich mit, ich muss immer hier klopfen, verbinde dich mit deinem inneren Wesenskern. Ich bleibe jetzt hier bei dem Wort Seele. Du kannst Universum sagen, du kannst Licht sagen, du kannst Gott sagen, du kannst Engel sagen. Ich spreche da wirklich viele Sprachen. Nimm das an, was du glaubst, was für dich geht. Ja, weil wenn du da schon gegen so einen Widerstand angehst, dann hilfst du dir selber nicht. Wie machst du das? Wie verbindest du dich? Durch Meditation, durch in die Stille gehen und atmen, durch deine Gedankenintention, indem du einfach bestimmst, dass du jetzt diese Kraft verkörpern möchtest, dass du jetzt überall in da, wo es gerade eng ist, in deinem Körper, in deinen Gedanken, in deinen Emotionen, dass du da jetzt dich mit diesem Bewusstseinsfeld verbindest, dass du das wählst. Ja. Dann macht es Sinn, das nicht nur einmal zu machen. So, einmal im Lotto gewonnen und jetzt ist es das für immer. Nein, sondern regelmäßig. Ja, es tut mir leid. Da habe ich auch immer noch die Wunderpille gesucht. Einmal machen, immer weg, immer, immer alles supi. Hat was mit machen zu tun, hat was mit entscheiden zu tun, hat was mit damit zu tun, wie wichtig ist es dir? Wie wichtig ist es dir? Wie sehr möchtest oder wie sehr wünschst du dir das von innen heraus?
Und mit einem Commitment sozusagen, ne? Entscheidung, Commitment dir gegenüber. Also mehrfach. Gerade wenn du das noch nicht kannst. Gerade wenn du immer noch so an dem Punkt stehst, dass du sagst, Energie, was ist das überhaupt? Seele, lebe deine Seele. Das alles so, das kann ich alles nicht greifen. Was heißt das denn konkret? Was bedeutet das konkret? Was will sie mir damit sagen? Dann ist es umso wichtiger, dass du dich einfach mal neugierig eine Zeit lang drauf einlässt, um überhaupt in dieses Fühlen zu kommen, in dieses Erfahren, was das mit dir macht, wenn du dich direkt verbindest, wenn du lernst, diese Energie zu spüren, in deinem Körper zu spüren. Ja. Und dann, wenn du in der Stille bist, vielleicht ist das die Meditation, vielleicht ist es ist es Musik, vielleicht ist es in der Natur sein, dann auf deine Intuition lauschen. Ja, was kommt dann da? Was kommt dann zu dir an Impulsen? Weil das ist das, was wirklich und wahrhaftig zu dir gehört, was wirklich und wahrhaftig dich satt macht. Wenn du das umsetzt, wenn du darauf vertraust, sprich, wenn du diesen Impuls bekommst, wirklich, das ist total genial für dich. Das ist das, was ins Leben gebracht werden will, in deinen Körper, was verkörpert werden will, was auf die Erde will, was hierher gehört zu dir. Und dann, oder beziehungsweise das macht dich dann auch satt, weil es eben nicht nur eine Kopfvorstellung ist. Es ist nicht nur ein, oh, ich hätte gern das und das hätte ich auch noch gern und da möchte ich auch noch und da möchte ich noch dies und die Millionen und da möchte ich noch den mega tollen Partner und da möchte ich aber auch noch meine Berufung leben und da möchte ich dies und das. Ich will das gar nicht absprechen, dass das nicht geht. Wichtig ist nur, wo stehst du gerade in deiner Bewusstseinsentwicklung und was ist dein nächster Step? Und es kann sein, dass das so ein Pfumm, Sprungschanze, Flügel ausbreiten, fliegen. Dass es das ist. Kann aber auch sein, dass du zu den Menschen gehörst, die halt eine andere Geschwindigkeit haben. Und manchmal ist es auch zickzack. Also jeder ist da individuell. Ja. Wie du bekommst, was du wirklich haben möchtest, heißt also, dass du wirklich regelmäßiger dir die Zeit gönnst, bewusst mit diesem innersten Wesenskern von dir, mit dem Universum Kontakt aufzunehmen, mit dieser Energie, damit du lernst und tiefer in das Vertrauen hineinwächst, wie sich das anspürt in deinem Körper. Rrr, spüren, Körper, weil, also Seele verkörpern heißt halt, dass sie im Körper, dass es im Körper ist und nicht mehr da oben irgendwo so ein Gespinst. Und das ist überhaupt das Problem, warum viele Dinge sich nicht erfüllen, viele Dinge nicht auf die Erde kommen oder du vielleicht einfach viele Dinge noch gar nicht hast, ja, die du dir gewünscht hast, weil sie da oben hängen geblieben sind. Und bevor du diesen Verkörperungsprozess durchgehst, schon wieder zum nächsten gehoppelt bist. Ja. Also im Grunde ganz einfach. Und weil ich dir das jetzt mit guter Laune und Leichtigkeit einfach so darlegen darf, möchte ich dir auch dieses Geschenk unterbreiten, dass es nächste Woche eine Transformationswoche gibt. Das passt natürlich mega dazu. Ich wusste wirklich nicht, was ich jetzt hier einspreche. Also wenn du das Video siehst, dann weißt du viel mehr als ich. Dann kann ich im Nachhinein schon wieder schreiben. Eins, zwei, drei, vier. Erstaunlich, weil ich mal dachte, sowas kann ich gar nicht, diese Schritte-Nummer. Scheinbar doch. Also ist gerade wirklich in diesem Moment für dich entstanden und es würde dir helfen, wenn du ein Suchender bist. Wenn du ein Suchender bist. Nach mehr, was auch immer das ist. Vielleicht suchst du deine Klarheit. Vielleicht hast du Angst, was zu verpassen, dass du auch alles richtig machst, ja, für 2021, was da jetzt kommt und Jahreswechsel und überhaupt und was sind deine Projekte oder worum geht es für dich und wie geht es weiter, wo man doch nicht planen kann. Was immer das ist, wenn du unruhig bist und irgendwie suchst, dann kann dir das sehr helfen.
Transformationswoche mit mir, mit Karen, zur Klarheit und Vision deiner Seele. Fünf Tage live, jeden Tag 8 Uhr in meiner Facebook-Gruppe. Soul Woman, ich muss hier nochmal sagen, Woman steht für Zusammensetzung aus Woman und Man, das heißt männlich und weiblich in Balance, es geht auch um die Energie, es ist für Männer und Frauen. Also komm da rein, sei dabei, trag dir jetzt, blocke schon mal im Kalender, 8 Uhr, weil da geht's ab, das wird mega und hier drunter findest du natürlich auch nochmal den Link. Alles Liebe, hab einen ganz, ganz schönen Abend, bis dann, deine Karin.